Dann würde ich einfach mal alle, die jetzt da sind, willkommen heißen zum Soundcheck Philosophie Salon. Last Exit Coaching, das gute Leben in der Selbstoptimierungsfalle. Vorab die kurze Information für alle, die jetzt noch neu dazugekommen sind. Wir sind live auf YouTube. Wer nicht aufgezeichnet werden möchte, einfach die Kamera auslassen. Ansonsten bitte die Kamera anmachen, damit wir nicht gegen schwarze Wände sprechen. Das ist immer schön, wenn wir uns gegenseitig ein bisschen sehen. Es trudeln immer noch nach und nach Leute ein. Und bevor es richtig losgeht und wir noch auf die letzten Teilnehmer warten und Thomas das noch ein bisschen im Hintergrund koordiniert, würde ich mit einer kurzen, auch philosophischen Reflexion meinerseits zum Thema des heutigen Abends einsteigen. Heute arbeiten mehr als 10.000 Coaches in Deutschland. Das entspricht einer Inzidenz, mit dem Begriff sind wir heute alle gut vertraut, von 1 zu 8.500, Tendenz steigend. Auf eine kleine Kleinstadt kommt also ein Coach. Aber wer braucht eigentlich Coaches und wozu? Ich persönlich verbinde mit Coach eher eigentlich einen Sportlehrer, also einen Trainer des Leibes. Die moderne Figur des Coaches scheint demgegenüber einen ganzheitlichen Trainingsansatz zu verfolgen. Das heißt, im Mittelpunkt steht der Mensch als Einheit von Körper und Geist. Zumindest wird das von vielen Coaches versprochen. Es soll um dich als Ganzen gehen. Dein Glück, deine Präsenz, deine Ziele. Nicht nur versprechen uns Coaches die Zusammenhänge von Körper und Geist, das heißt, uns als Ganzen im Blick zu haben, sondern auch, dass wir unter ihrer Anleitung lernen können, dieses Ganze speziell für das jeweilige Anliegen einzusetzen, um zum Beispiel Selbstbewusstsein und Durchsetzungsstärke vor allem in Führungspositionen zu erlangen. Man kann nun fragen, braucht es heute für so viele Menschen einen Trainer, der sie auf Führungsaufgaben, im weitesten Sinne Führung des eigenen Lebens, vorbereitet oder auf diesem Weg begleitet? Brauchen wir eigentlich alle einen Coach? Kritischer könnte man fragen, warum es vornehmlich alte, weiße Männer sind, die die meisten Chancen haben, mit Coaching Geld zu verdienen. Und weiter, warum vor allem in den USA, dem Vereinigten Königreich und an dritter Stelle Deutschland? Das heißt, warum vor allem in den führenden westlichen Industrienationen Coaches gefragt sind. Ist Coaching vielleicht selbst nur eine Erfindung der Beratungsindustrie? Was mich von einem philosophischen Standpunkt aus skeptisch, aber durchaus auch neugierig macht, ist, dass Coaching verspricht, ein zentrales Problem der modernen westlichen Philosophie zu lösen. Nämlich das mit René Descartes vor knapp 400 Jahren prominent gewordene Leib-Seele-Problem. Die Frage nach dem Zusammenhang von Körper und Geist ist philosophisch alles andere als einfach und beschäftigt nach wie vor Philosophen auf der ganzen Welt. Coaches müssen dieses Problem irgendwie verstanden und scheinbar auch gelöst haben. Schließlich geht es ihnen ja um den Menschen als Ganzen. Sie trainieren keine Körper, sondern Personen. Wie machen sie das? Was ist ihre Methode? An dieser Stelle wird es für mich schwierig zu folgen, weil es schlicht sehr viele Methoden gibt. Man muss keine Ausbildung absolvieren, um als Coach tätig zu sein. Wer will, der kann seine eigene Methode entwickeln. Das ist jetzt nicht per se gut oder schlecht, aber es lässt dem Begriff des Coaches viel Spielraum. Auch für die Vermarktung bloßer Illusionen, mit wenigen Tricks ein glücklicheres und erfolgreicheres Leben zu führen. Es ist daher sinnvoll, einmal genauer nachzufragen und ich freue mich, heute Abend etwas mehr Einblick in ein Thema gewinnen zu können, das für mich auch philosophisch interessant ist. Was interessiert Sie oder euch am Thema des heutigen Abends? Was verbinden Sie oder ihr mit Coaching? Schreibt doch bitte einen positiven und/oder einen negativen Begriff, den ihr mit Coaching verbindet, unten in die Kommentare. Wichtig wäre, dass ihr wirklich euch auf einen Begriff beschränkt, weil wir versuchen werden, die Antworten für den anschließenden Abend mit einzubeziehen. Ich würde jetzt einfach noch ein paar Minuten dafür geben.
Auch nochmal für alle, die jetzt erst dazugekommen sind, die kurze Information. Wir sind live auf YouTube. Wenn Sie oder ihr das nicht möchtet, dann einfach die Kameras auslassen. Ansonsten natürlich seid ihr alle herzlich gern gesehen. Thomas, der im Hintergrund die ganze Organisation mit der Technik macht, der wird jetzt versuchen, diese Begriffe alle auf einem Whiteboard zusammenzustellen. Ja, ich sehe, der Chatverlauf wird langsam langsamer. Ich glaube, da können wir übergehen zum zweiten Soundcheck Philosophie Salon des Jahres 2020, Corona-bedingt heute im Jahr 2021. Last Exit Coaching, das gute Leben in der Selbstoptimierungsfalle. Der Verein Expedition Philosophie veranstaltet diese Reihe seit 2017. An der Schnittstelle von Philosophie und Kunst versuchen wir in unterschiedlichen und zum Teil auch experimentellen Gesprächsformaten Denken auf die Bühne zu bringen, heute die digitale Bühne, und so öffentlich zugänglich zu machen. Die Veranstaltungsreihe wird gefördert vom Kulturamt der Stadt Leipzig. Dieser und der nächste Salon am 3.3.2021 findet zudem in Kooperation mit dem Literaturhaus Leipzig statt. Vielen bekannt der Ort, das Haus des Buches. Thorsten Ahren vom Literaturhaus Leipzig ist heute hier und ich würde ihm ganz kurz gerne das Wort geben. Herr Ahren. Ganz kurz, ich verspreche es nicht zu missbrauchen. Ich freue mich, dass wir zusammengekommen sind, dass Soundcheck Philosophie in Kooperation mit dem Literaturhaus stattfinden kann, dass ich hier kurz dabei bin. Und noch lieber wäre es mir gewesen, wir hätten das im Haus gemacht, wenigstens digital jetzt und beim nächsten Mal auch. Und wenn wir es dann danach hinkriegen, das auch im Haus oder so plane ich im Moment eher, im Garten hinter dem Literaturhaus, hinter dem Haus des Buches das zu machen, dann sollte es mich sehr freuen. Und ich bin super neugierig, wie das abläuft. Und ja, werde die ganze Zeit dabei sein und hoffentlich bei den nächsten Malen auch. Das war's schon. Danke, Thorsten. Wir freuen uns und wir hoffen auch, dass es in Zukunft bei euch stattfinden kann. Heute aber auf der digitalen Bühne und die hat ihre eigenen Besonderheiten, Gesetze, Grenzen. Das Erste, um das ich euch bitten würde, aber das ist weitestgehend schon der Fall, wenn möglich, die Kameras an, weil es einfach schöner ist, wenn wir uns gegenseitig sehen können. Die Mikrofone koordiniert, glaube ich, gerade noch ein bisschen Thomas. Ansonsten nachher im Gespräch ausmachen, weil es sonst Interferenzen gibt. Und nur wenn ihr wirklich was sagen wollt, dann das Mikrofon anmachen. Rücksicht nehmen aufeinander ist sehr wichtig in digitalen Formaten, weil es ganz schnell sonst Überschneidungen verschiedener Stimme gibt und man hört gar nichts mehr. Das heißt, während der einzelnen Vorträge bitte im Chat Anmerkungen schreiben. Das haben wir gerade schon geübt, wie das funktioniert. Das funktioniert ganz wunderbar. Es wird Raum für Diskussionen geben. Auch hier gilt aber nicht durcheinander sprechen, sondern am besten das Handzeichen benutzen. Das ist ganz wunderbar. Wenn ihr unten in der Mitte auf Teilnehmer bei dem kleinen Pfeil drückt, dann erscheint, Thomas, bei mir erscheint da nichts gerade. Dann erscheint eigentlich rechts. Das heißt, nein. Also grundsätzlich erscheint unten dann, wie heißt es, eine Hand. Und die müsst ihr nehmen, also die bei Teilnehmern. Und nicht die bei Reaktionen, weil die verschwindet wieder. Also die bei Teilnehmer ganz unten. Es kann sein, Katrin, weil du Co-Host bist, dass du das nicht siehst. Okay. Genau. Genau. Und mal Teilnehmer die Hand heben, dann sehen wir das im Chatverlauf, oder, Thomas? Wir sehen das dann, glaube ich, im Wir Chatverlauf. sehen das in Teilnehmerliste. Notfalls helfe ich dir. Genau. Genau, ich sehe nämlich gerade Also, die Wolf Teilnehmer. Christiansen hat es jetzt schon gemacht. Genau. Und wieder weggenommen. Dankeschön.
Es funktioniert alles. Ach, okay. Ich hatte es einfach nicht doppelt angeschaltet. Auch Joachim Heißner hat es gemacht, also oben links. Super. Die Leute immer, genau. Genau so funktioniert das. Nochmal, die Veranstaltung wird live übertragen und aufgezeichnet. Wer das nicht möchte, die Kamera einfach auslassen und die Fragen dann im Chat schreiben. Kommen wir zum heutigen Salon. Last Exit Coaching, das gute Leben in der Selbstoptimierungsfalle. Für den heutigen Salon sind die eingeladenen Gäste alle vom Transformatorenwerk Leipzig. Das Transformatorenwerk Leipzig ist ein Verein von interdisziplinär tätigen Menschen, vom Mediziner über Philosophen bis hin zum performativ arbeitenden Künstler. Diese haben sich zur Aufgabe gemacht, dem Phänomen der Transformation nachzufragen. Dabei geht es ihnen um die verschiedenen Ebenen von Transformation, individuell, organisationell und gesellschaftlich. Das Transformatorenwerk Leipzig möchte diese Prozesse anregen, begleiten und kritisch erforschen. Zuallererst möchte ich Klaus-Dieter Lübke-Nabehaus vom Transformatorenwerk Leipzig begrüßen. Klaus-Dieter Lübke-Nabehaus ist philosophierender, ganzheitlich denkender Mediziner in der Chirurgie, Notfallmedizin, Sportmedizin und Naturheilkunde tätig und in systemischer Hypnotherapie und Gestalttherapie ausgebildeter Therapeut. Zudem ist er Trainer und systemischer und sportpsychologischer Coach. Er ist Gründer des Zentrums für integrale Medizin in Leipzig und besitzt Lehraufträge für Führungs- und Organisationsentwicklung. Unter seiner Autorenschaft sind diverse Artikel zum Thema Führung und Organisationsentwicklung erschienen. Zudem verfügt er über langjährige Führungserfahrung im Gesundheits- und Sozialwesen. Klaus, für dich zum Anfang die Frage, bezugnehmend auf das Thema des heutigen Abends: Was ist für dich Coaching? Ja, guten Abend, Katrin. Herzlichen Dank. Einen wunderschönen guten Abend in die Runde. Und schön, dass ihr alle dabei seid. Ja, Katrin, du hast ja die Aufgabe gemacht, mich kurz zu fassen für den Anfang und hast aber am Anfang durch deine philosophische Reflexion das Feld schon extrem weit aufgemacht. Und ich glaube, wenn man heute kritisch aufs Coaching guckt, und auch in den angloamerikanischen Raum, dann ist das mittlerweile ein Sammelbegriff geworden, unter dem verschiedenste Methoden, Formate der Therapie, der Beratung, des Trainings gefasst werden. Und es gibt dann Einzelcoaching, Teamcoaching, Projektcoaching. Es gibt Coaching im Managementbereich, im Sport, wie du schon gesagt hast. Es gibt das mittlerweile sogar philosophisches Coaching, habe ich sogar in der Recherche im Vorfeld gefunden, was ich so bisher auch noch nicht kannte. Also ein Sammelbegriff, der vieles beinhaltet. Und mir fällt es darum auch sehr, sehr schwer, eine einzige Definition in einem Satz oder in einem sehr langen Satz zu machen. Vielleicht macht es Sinn, mal auf ein paar Eigenschaften, die Coaching auch in der Forschung oder in den Berufsverbänden so, was sind die Gemeinsamkeiten? Und das eine ist, es ist etwas Strukturiertes, was einen Prozess begleitet, eine Entwicklung begleitet, interaktiv, also wunderbar dieses Wort auf Augenhöhe in der Wertschätzung, was auf den Einzelnen oder eben eine einzelne Gruppe bezogen ist, was eine Ziel- und Lösungsorientierung hat und was, man kann diesen Begriff nutzen, ich mag ihn nicht so ganz gerne, weil er auch so abgegriffen ist, Hilfe zur Selbsthilfe, aber letztendlich Impulse zur Selbstreflexion geben soll. Was für mich, wenn ich dann wieder mal ein Stück weit persönlicher werden kann, eine der entscheidenden Punkte ist die Beziehungsebene. Also, dass dort eine, wie man sagt so schön Neudeutsch und Neudeutsch nicht, sondern Altdeutsch, die Chemie muss stimmen. Also Neudeutsch heißt es denn Rapport in der systemischen Hypnotherapie, also die Beziehung zwischen Klienten, bei mir kommt ja noch die Therapie dazu, Patienten kann ich sagen, und dem Therapeuten und dem Coach muss stimmen. Wobei wir da wieder schon die Verschwimmung zwischen Therapie und Coaching definieren müssten. Und was ganz extrem wichtig ist, auch die Transparenz muss da sein. Also derjenige, der Coachee dann sozusagen ist, muss wissen, wie ich arbeite, mit welchen Methoden, mit welcher Konzeption und damit letztendlich
für mich ganz wichtig, auch eine zeitliche Begrenzung der Begleitung da ist. Das heißt nicht, dass die auch nicht mal länger dauern kann. Aber irgendwann bin ich derjenige, der sich überflüssig machen muss. Ja, das ist das Ziel, was dabei ist. Also diese Begrenzung, diese Neutralität auch, die ich einnehme. Und vor allem nicht ich weiß, wie es geht. Ich bin nicht derjenige, der es weiß, sondern ich kann nur derjenige sein, der bestimmte Projektionsflächen gibt, Impulse gibt. Und als letztes würde ich so ein bisschen mal mit Heinz von Förster antworten, also dem Gründer der Kybernetik, der systemischen Denkweise, der sagt, es ist ein sehr großer Unterschied, ob ich denke, dass ich Teil dieser Welt bin oder ob ich durch das Guckloch auf diese Welt gucke. Ja, also durch das Guckloch heißt, ich kann es eventuell auch kontrollieren, ich kann es planen, ich kann es vorhersagen. Wenn ich ein Teil dieser Welt bin, dann ist sie komplex, dann ist sie unsicher und dann ist die Mehrdeutigkeit und die Zwiespältigkeit, die Ambivalenz der Normalfall und nicht die Ausnahme. So viel vielleicht zum Anfang. Vielen Dank, Klaus. Ja, vielleicht braucht man auch beide Perspektiven, das Guckloch und das Ganze. Aber wir kommen noch dahin zurück. Zunächst würde ich gerne Dr. Jirko Kraus begrüßen. Jirko Kraus ist freier Dialogpartner für philosophische Praxis und Mediation. Er arbeitet mit Einzelpersonen, Gruppen und Organisationen an existenziellen und gesellschaftlichen Themen. Außerdem ist er freiberuflich Hochschuldozent und hat unter anderem Lehraufträge für Coaching inne. Zudem ist er Veranstalter von philosophischen Salons und Mitorganisator beispielsweise der Langen Nacht der Philosophie. Seit 2017 ist er im Vorstand der Internationalen Gesellschaft für philosophische Praxis. Im Projekt Transformatorenwerk Leipzig versucht er, philosophische Praxis interdisziplinär wirken zu lassen und als Lebensform zu probieren. Jirko, an dich die Frage, Bezug nehmend auf das Thema unseres heutigen Abends. Im Titel kommt es vor und ganz wunderbar, du beschäftigst dich ja auch mit der Lebensform. Die Frage nach dem guten Leben, was ist das und wodurch zeichnet es sich aus? Ja, auch von mir erstmal schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich, dass es irgendwie ganz guten Anklang hat und dass es viele Interessierte gibt, mit denen wir ins Gespräch kommen wollen. Du hast mir, glaube ich, die unmöglichste Frage wieder gestellt. Unmöglichkeit, das irgendwie zu beantworten, zumindest inhaltlicher Art, was man ja gerne verlangt, wenn man diese Frage stellt, was ist das gute Leben? Die Frage nach dem guten Leben ist ja die zentrale Frage eigentlich antiker Ethik und auch in Teilen auch heute wieder in der Ethik und man kann die Frage so eigentlich als Ausgangspunkt nehmen für eine existenzielle Orientierung im Leben. Oder anders ausgedrückt, bei der Frage nach dem guten Leben geht es zum einen um die Frage nach der eigenen Existenz. Zur Beschäftigung damit gehört natürlich ein Wissen auch, wenn wir es auch inhaltlich bestimmen wollen für uns. Aber es ist auch eine besondere Form des Wissens, würde ich sagen, also ein Wissen, was nicht getrennt vom Leben ist, was nochmal unterscheidet vielleicht zu einem wissenschaftlichen Wissen oder auch einem anderen Wissen, was man immer noch trennen kann oder so. Und ich sage das deswegen, weil dadurch auch klar wird, es braucht die Praxis, das Leben und die Beantwortung, und das ist eigentlich, worauf ich hinaus will, die Beantwortung braucht Zeit. Und ich bringe in dem Zusammenhang immer dieses Zitat von Seneca, solange man lebt, soll man lernen, wie man leben soll. Das ist, finde ich, immer auch einen wichtigen Hinweis, den man gibt in einer Zeit, wo wir schnelle Antworten wollen und wo wir effizient Antworten suchen und so. Und ich glaube, dass sich das ein Stück weit, die Beantwortung dieser Frage, ein Stück weit sich diesem Wunsch nach einer schnellen Antwort verweigert. Ich habe dieses Existenzielle genannt, also natürlich diskutieren wir das ja heute Abend auch, also die
Beantwortung der eigenen Existenz. Aber ich will trotzdem zumindest den Hinweis noch geben, ich glaube, du hattest in der Einleitung das auch mit genannt, dass wir die gesellschaftliche Dimension dieser Frage auch nicht ausblenden sollten, denn wir sind keine Einzelwesen, die nur für sich stehen. Das heißt, wir müssen auch Bedingungen angucken, wie gutes Leben gelingen kann. Ich erinnere da vielleicht auch an sowas wie den Fähigkeitenansatz Hannah Arendt, sage ich schon, Martha Nussbaum, Amartya Sen, die sich mit diesen Sachen beschäftigt haben. Man kann ja auch fragen, wer kann sich mit der Frage nach dem guten Leben beschäftigen oder wer beschäftigt sich damit? Das sind nicht alle Menschen, das waren nie alle Menschen. Ein großer Teil kommt auch noch nicht mal dazu, überhaupt diese Frage zu stellen, weil es erstmal um überhaupt um Überleben geht bei vielen Menschen auf der Welt, denen es nicht so gut geht wie uns. Und in diesem Zusammenhang müssen wir es eben gesellschaftlich auch stellen. Also was gehört dazu? Was muss auch Staat, was kann man verlangen? Worauf müssen wir hinarbeiten, auch in einem Staat, an Grundbedingungen, die wir haben, um gutes Leben auch entwickeln zu können für uns selbst? Und da steht natürlich dann auch solche Fragen wie, was hat das mit sozialer Gerechtigkeit zum Beispiel zu tun, auch im Blick. Das ist eine Dimension, die sollte man bei dieser Sache auch nicht vergessen. Vielleicht letzter Satz, was ist das gute Leben, ist für mich primär meiner Sicht sowas wie eine Aufgabe. Also eine Aufgabe und in diesem Sinne auch Gegenstand von Selbstsorge und Fremdsorge. Also was kann ich für mich tun, was kann ich für andere tun? Das ist so das, was ich mal so sage an der Stelle. Danke für die selber sehr praktische und ethische Ausformulierung meiner Frage oder die Antwort auf diese Frage. Last but not least, Thomas Bünden. Thomas Bünden ist Theatermensch, Netzwerker, Freigeist und Möglichmacher an der Schnittstelle von Wirtschaft und Gesellschaft, von Kunst und Kommerz. Er lebt seit 2018 in Leipzig und engagiert sich hier im Transformatorenwerk Leipzig als Sing Ambassador sowie seit 2020 auch in der soziokulturellen Szene des Leipziger Ostens. Zuvor war er seit 1998 im Rheinland als PR-Fachmann in der Geschäftswelt, sowie als Theaterregisseur, Dozent und Pädagoge tätig. Thomas, an dich die Frage, dann haben wir das letzte große Schlagwort des Titels, Selbstoptimierungsfalle. Was ist Selbstoptimierung und inwiefern kann man dabei in eine Falle geraten? Nun, ich habe ja einen auch sprachlichen Background durch mein Studium und würde den Begriff der Selbstoptimierungsfalle ein bisschen mal sprachlich aufdröseln. Also zunächst mal, die Optimierung ist ein Begriff, der so aus der Technik kommt. Und da geht es darum, Prozesse, Maschinen und Abläufe zu optimieren. Und da ist dann meistens eigentlich gemeint, die Prozesse, Maschinen, Abläufe effizienter zu machen. Und jetzt wird dieser Begriff Optimierung mit dem Wort selbst in Kontext gesetzt, in Zusammenhang. Wir reden also über Selbstoptimierung. Und da schwant mir der Verdacht, es geht darum, schneller, besser, effizienter, leistungsfähiger zu werden. Und da habe ich schon so einen relativ kritischen Blick drauf, ob es denn das wirklich ist. Zumal ich bei vielen Life-Coaches beobachte, dass sie so in ihrem Marketing, ist ja auch zu meiner Vergangenheit gehörend, so ein Postulat beinahe mantraartig nach außen tragen, du musst dich selbst optimieren. Und da bin ich extrem skeptisch, weil ich glaube, dass da tatsächlich eine Falle gestellt wird und wage jetzt eine kühne Behauptung, nämlich dass der Ansatz der Selbstoptimierung tatsächlich in eine Sackgasse führt. Vielen Dank, Thomas. Gerne. Sehr schön. Ich bleibe auch eigentlich kurz bei dir, indem du nämlich die Aufgabe hast, uns das, die Ergebnisse zu präsentieren, was die Teilnehmer des heutigen Soundcheck-Philosophie-Salons,
in Ihre Kommentare vorhin geschrieben haben. Also kein Anspruch auf Vollständigkeit und ein paar Begriffe kamen mehrfach, aber es kann auch sein, dass ich aus Versehen welche mehrfach geschrieben habe. Das ist ziemlich viel zusammengekommen, ja. Also von sehr positiven Dingen wie Unterstützung, Horizonterweiterung, aber auch zu negativen Dingen wie Horizontverengung, ja, und Optimierungswahn, das passt gerade zu dem, was ich ausgeführt habe. Dann wiederum positive Dinge, wie heißt es, Wegbegleiter soll es heißen, nicht Wehbegleiter. Entschuldigt, ich musste es ganz schnell schreiben. Alles gut. Aber es gibt auch so Sachen wie ausgelutschter Begriff, ja, Luxus. Mhm. Also ein schönes Potpourri von Gedankengängen und Assoziationen in beide Richtungen. Auch rein sachliche Dinge wie jetzt Beratung, Lernen und dergleichen. Ja, schaut euch an. Sehr schön. Danke dir, Thomas, für die Zusammenstellung. Ja. Darf ich schließen oder willst du noch was da haben? Da muss ich noch mal ein bisschen genauer drauf gucken, wenn du es jetzt gleich wieder wegmachen willst. Müssen wir es schließen? Oh, jetzt ist irgendein anderes Bild da. Ach so, ja, entschuldigt. Das ist, weiß ich gerade. Okay, so, da ist es wieder. Sehr schön. Ich würde gerne in eine kurze Diskussion kommen, in eine kurze Interviewsituation mit Klaus und mit Jürko. Zum einen wurde gerade schon eine Frage im Chat gestellt, die ich jetzt leider nicht mehr sehe, aber die junge Dame, die kann sich erinnern. Nee, der junge Herr, Andreas, Entschuldigung. Ich würde kurz, bevor wir zu dieser Frage kommen, vielleicht eine andere Frage, weil das kam jetzt in den Begriffen auch sehr häufig vor. Es wurde auch schon angesprochen. Ausgelutschter Begriff stand da, Geldverschwendung. Klaus hatte es auch angesprochen am Anfang. Es ist problematisch, den Coach zu fassen zu bekommen. Der zerrinnt einen. Das ist eher ein Sammelbegriff. Aber irgendwas ist ja auch dran. Die Frage an Jürgo vielleicht, Kritik an Coaching. Wo ist sie berechtigt und wo ist sie bloß polemisch? Brauchen wir einen Coach? Anders könnte man fragen, ist es vielleicht sinnvoll zu coachen, aber wann sollte man aufhören und die Finger von lassen? Ich glaube gar nicht, dass ich das so beantworten kann. Also Klaus hat es ja auch gesagt, es ist ein vielschichtiger Begriff. Also du hast gesagt, Kritik, wo müsste man hingucken? Ja, auch das hat vorhin Klaus gesagt. Es geht auch viel um die Personen, die das machen. Ich persönlich glaube, und das ist mal völlig unabhängig von irgendwelchen Begriffen oder von irgendwelchen Formaten, wie wir sie jetzt hier nennen, ich glaube, dass wenn Menschen sich begegnen, wenn Menschen ins Gespräch kommen miteinander, in den Dialog kommen, der auch nicht unbedingt nur sprachlich sein muss, dann kann das etwas sehr Wertvolles sein. Das kann uns vorwärts bringen in unseren Fragen, die wir haben, in unseren Sorgen, Nöten, Anliegen, Problemen, Leiden, alles unterschiedliche Begriffe, die man nutzen kann in diese Richtung. Der Mensch ist ein soziales Wesen und in diesem Sinne kann es einfach hilfreich sein oder wie man es bezeichnet. Also das ist erstmal eine grundsätzliche Sache. Deswegen glaube ich schon, dass es uns helfen kann. Da, wo wir hingucken müssen, ist, kommen wir mit den Personen klar? Für mich ist ich merke schon, ich gehe so einzelne Sachen ab. Ich glaube, das ist gar nicht zielführend jetzt, was ich mir angucken würde und so. Ich würde es vielleicht erstmal bei dieser eher positiv gestimmten Aussage vielleicht auch erstmal belassen. Okay, jetzt denke ich, miteinander ins Gespräch kommen. Wir sind alle soziale Wesen. Wir sind gerade in einer Gesprächssituation.
Ist das dann auch Coaching oder ist das sind andere Formen des Soziallebens? Ich würde Klaus fragen, was sind, wer kommt zu dir? Was sind Menschen, die speziell coachen, wo jetzt das nicht reicht vielleicht oder die diese Möglichkeiten nicht haben? Warum suchen Menschen Coaching oder einen Coach? Ja, ich würde vielleicht doch nochmal gerne ein, zwei Sätze zu Jeko sagen und das aufnehmen. Du hast es jetzt ja sehr noch im positiven Sinne gesagt. Es gibt, glaube ich, auch schon einen Punkt, wo ich sage, Vorsicht. Also wenn jemand mit Heilsversprechen um die Ecke kommt, mit dem Versprechen, wenn du hier in meinem Coaching warst, danach bist du dann selbstbewusster, schöner, reicher, du bist resilienter und solche Sachen. Also wenn jemand so um die Ecke kommt, dann würde ich schon sagen, bitte ein bisschen Obacht. Und ansonsten bin ich sehr bei Jirko. Und da würde ich nochmal auf Martin Buber zurückgehen. Das Ich entwickelt sich am Du. Da sind wir soziale Wesen. Da brauchen wir den anderen für unseren Entwicklungsprozess. Vielleicht geht es auch alleine in der Wüste als Eremit. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe es aber schon mal gelesen, dass sowas auch funktionieren soll. Ich bin da skeptisch. Ich glaube, wir brauchen den anderen. Und deshalb kommen Menschen einfach auch zu mir, weil sie von mir gehört haben, empfohlen worden sind, Menschen, die in Lebenssituationen stecken, an denen sie gerade nicht weiterkommen. Also an denen sie gerade keine gute Lösung für sich finden, keine gelingende Lösung. Oder es werden auch Menschen, die in Situationen neu hineinkommen, wie Führungskräfte, die jetzt eine neue Führungsaufgabe übernehmen, die einen Arbeitgeberwechsel haben, einfach zu mir kommen und vom Arbeitgeber teilweise geschickt, der sagt, da ist jetzt jemand, der kriegt Führungsverantwortung, der kriegt eine neue Position, begleite den doch bitte in diesem Prozess, wobei dann aber auch ganz oft durchaus private Themen damit eine Rolle spielen und das kläre ich vorher, um nicht in Loyalitätskonflikte zu kommen, auch mit dem Arbeitgeber ab und zu sagen, es ist okay, wenn auch private Themen, die das Berufliche berühren, dann mit begleitet werden. Und es kommen eben dann auch andere Menschen, die von sich aus sagen, ich wechsle gerade den Arbeitgeber, ich möchte einen guten Abschluss bei dem einen Arbeitgeber finden, ich möchte einen guten Auftakt für den Arbeitgeber finden, ich weiß aber gerade nicht, wie ich das gut gestalten kann. Dann gibt es eben den therapeutischen und den sportpsychologischen Bereich bei mir. Das sind dann andere Zielsetzungen. Da geht's teilweise bei den Sportlern geht's um Leistungsoptimierung. Ja? Also da ist die Optimierung auch ganz klar das Ziel. Ja? Und das sind dann sehr unterschiedliche Klienten und mit einem sehr unterschiedlichen Vorgehen, das dann auch von meiner Seite sozusagen in der Begleitung gefordert wird. Nun ist es aber so, dass das Ziel ja dann jeweils immer außerhalb der eigentlichen Handlung, also man leitet an, etwas zu tun, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, in Führungspositionen selbstbewusst aufzutreten oder seine Leistung zu verbessern. Nun ist es aber, und wir kommen ein bisschen in die Richtung jetzt wieder zur Philosophie des Lebens und ich greife so ein bisschen auf, was Jirko auch vorhin schon angesprochen hat. Nach Aristoteles ist es ja nun so, dass die in der Handlung selbst das Gut liegt. Das heißt, es darf nicht als Ziel außerhalb der Handlung propagiert werden. Nur dann ist eine Handlung tugendhaft, wenn das Ziel in ihr selbst ist, also wenn ich ein guter Klavierspieler bin, dann ist das Spielen selbst das Gute und nicht der Auftritt, der Ruhm, das Geld. Die Leistung beim Sportler, auf dem Podium zu stehen, wäre das Ziel außerhalb der Handlung. Tugendhaft zu sein, heißt das zu verstehen nach Aristoteles und das heißt ein gutes Leben zu führen. Und die Frage ist für mich, wenn es nun darum geht, dass jemand kommt und sagt, ich möchte gerne das erreichen, wie schaffe ich das? Inwiefern wird bei Coaching die Ethik des Guten mitbedacht? Und wir nehmen dann gleich noch Andreas' Frage auf, Entschuldigung. Klaus, an dich kurz zurück. Inwiefern wird die Ethik des Guten mitbedacht? So, dass sie mich manchmal in Gewissenskonflikte bringt. Mhm. Ja, so, dass ich manchmal einfach fragen muss. Und ich bin ja nicht der Moralapostel. Ich sage ja nicht, das ist gut oder falsch oder böse. Ich kann aber auch den Blick drauf werfen, wie der ethische Hintergrund da ist und der ja auch sich in meiner eigenen Haltung widerspiegelt, wie ich Menschen und Weltbilder sehe.
Und wenn ich dann höher, schneller, weiter als Ziel habe bei einem Sportler, dann ist das manchmal schon etwas, wo ich sage, ja, die Frage ist, ist es eben genau, ist es der Weg, der dich antreibt, oder ist es nur der Ruhm, die Ehre, das Geld am Ende? Oder ist es die Handlung an sich? Ja, also das Sporttreiben an sich, ist das der Wert, den du siehst, oder nur das andere? Und wenn das auch für jemanden nicht gut im Einklang ist, glaube ich, ist das schon ein Thema. Dann ist das eventuell manchmal genau die Blockade, die es da eben auch in der Weiterentwicklung zu lösen gilt. Und da bin ich manchmal selber durchaus in einem Konflikt. Und da frage ich mich manchmal, will ich das zukünftig auch noch? Also, oder entwickle ich mich selber auch da ein Stück weit weg und zu sagen, dieses Leistungsprinzip höher, schneller, weiter, was im Sport ja sehr elementar drin ist, ist vielleicht doch nicht dasjenige. Im Augenblick versuche ich auch Sportler so zu begleiten, dass es noch passig ist für mich. Aber da gibt es Konflikte, definitiv. Es ist interessant, also nur, weil du vorhin auch von der Neutralität gesprochen hast, die so wichtig ist. Und wenn man dann selber in so in Konflikte gerät, dann merkt man, dass man eigentlich diese neutrale Position gar nicht innehaben kann. Möglicherweise. Joko, ich würde gerne mal die Frage vom Publikum aufnehmen, die jetzt hier schon die ganze Zeit seitlich im Chatfenster zu sehen ist, an Herr Kraus. Jetzt ist es gerade weggerutscht. Anna Kraus, was macht den Wert eines Lebens aus, wenn Mann oder Frau nicht dafür kämpfen muss, also an Wert gewinnen? Vielleicht sind die anderen glücklicher. Hast du die Frage verstanden? Nein. Ich war noch ein bisschen gedanklich bei dieser letzten Frage, die du erst mir angetäuscht hast, mir zu stellen, die Frage. Ja, ich verstehe. Umgekehrt bist. Ich finde das nicht so ganz uninteressant, diese Frage zu thematisieren auch. Weil du hast, wir haben das in dem Titel und du hast mich das vorhin gefragt und so weiter, so völlig klar diesen Zusammenhang auch aufgemacht zwischen diesem guten Leben und also mal in die Ethik zu gucken und dem, um was es von was wir hier reden. Wenn wir Sozialwissenschaftler und zumindest ein Teil der Sozialwissenschaft ja Glauben schenken und es gibt durchaus auch gute Gründe, dann zeichnet sich ja so spätmoderne oder postmoderne Gesellschaften vor allen Dingen dadurch aus, dass viele Fragen und Umgang miteinander und so entmoralisiert wurde. In Teilen auch aus durchaus guten Gründen. Was aber, glaube ich, eben auch dazu geführt hat, dass viele genau diese Fragen eigentlich, moralische Fragen, Fragen der Ethik, Ethik ist ja nochmal ein bisschen größer, in Teilen verschwunden sind, in Teilen transformiert wurden in eher wissenschaftliche Fragen, also beantwortet werden die wissenschaftlich. Was, glaube ich, auch so ein bisschen dazu geführt hat, dass wir allgemein gar nicht mehr die Kompetenz haben, diese Fragen auch zu stellen, zu denken, facettenreich zu denken und bedenken, dass die eben verschwunden sind auf eine gewisse Art und Weise. Die lassen sich aber eben nicht so wegdrücken. Und man merkt immer, da fehlt irgendwo eine Dimension und so. Und ich glaube, dass egal um welche Formate das geht und sowas, ich glaube, dass auch im Hinblick auf Coaching es vonnöten ist, dass man sich auch als Coach, männlich, weiblich, sonstige Geschlechtsform, sich mit diesen Dingen auch auseinandersetzen müssen. Und das ist eine Botschaft, die ich, oder eine Botschaft, also würde ich wissen, aber ich glaube, dass, also ich finde es zumindest wichtig, würde es wichtig finden. Das hat was mit dem Horizont auch der Personen zu tun, die diese Dinge machen.
Ich glaube, ich habe ja auch in die Gästeliste mal geguckt, hier gibt es ja viele, die in dem Bereich unterwegs sind. Ich glaube, es wird keiner dabei sein, und das ist ja auch, glaube ich, immer so ein Missverständnis, es wird ja keiner dabei sein, der seinen Leuten genau erzählt, was sie zu tun haben. Also Coaches sind ja keine Ratgeber in diesem Sinne. Gut, wissen wir alle. Aber ich glaube schon, dass es unbedingt vonnöten ist, dass man auch als derjenige, der diese Gespräche führt, sich mit solchen Fragen auch existenziell auseinandergesetzt hat. Die Person selbst. Und das ist das, was ich manchmal vermisse. Und das merkt man auch. Und das ist keine Kritik dann am Coaching, sondern eben eigentlich Kritik an einzelnen Personen. Mir fällt das unglaublich schwer, weil ich das eigentlich nicht machen will. Ich will keine Kritik an den Personen. Aber das liegt mir schon irgendwo auch am Herzen, solche Dinge, zumindest auf diese Dinge hinzuweisen. Und das ist jetzt nicht aus einer moralischen Perspektive und sowas. Ich glaube einfach, das zeigt sich auch im Umgang, es zeigt sich in dem Fragehorizont, es zeigt sich in dem Gesprächshorizont. Also das wirkt sich aus auf das Gespräch, was ich führe. Habe ich mich mit diesen Fragen auseinandergesetzt? Und zwar nicht nur rein theoretisch, sondern existenziell mit mir selbst. Habe ich das mit mir selbst ausgemacht? Habe ich diese Dinge selbst kritisch betrachtet und so weiter? Das spürt man, glaube ich. Also, dass man quasi als Coach so eine Selbsttransformation immer mitmacht in den Coaching-Prozessen und sich selber immer mit hinterfragt. Und dann sind wir wieder bei der Frage, wie kann der Coach neutral sein, wenn das von ihm abverlangt wird? Ich würde gerne ein bisschen, dass das Publikum nicht ganz so neutral ist. Andreas schreibt hier schon fleißig im Chat. Hat einer von Ihnen oder Sie, ihr eine Frage dann an Joko oder an Klaus, dann könnt ihr euch gerne melden? Wisst ihr noch, das war unten dieser Knopf. Oder die Frage im Chat stellen. Ansonsten komme ich so lange erstmal noch ganz kurz auf die Frage zurück von Andreas. Muss man für das Leben kämpfen, so verstehe ich die Frage, damit es Wert hat? Wer nicht dafür kämpft und einfach nur dahin lebt, der hat das Leben keinen Wert. Klaus, du nickst. Naja, die Frage, die er da nachgestellt hat, was ist mit Scheitern, würde ich ja widersprechen, wenn ich das in den Zusammenhang bringe, der nicht einen Zusammenhang hat. Aber wenn das damit gemeint ist, dann ist es ja ein Stück weit auch die Frage an dieser positiven Psychologieentwicklung. Alles ist toll, alles muss schön sein. Und ich glaube, gerade unsere Entwicklungspunkte liegen aber genau auf der anderen Seite. Ich glaube, genau der Schmerz ist es, durch den ich gehe, die leidvolle Erfahrung, das Scheitern, das sind Entwicklungspunkte, um da wieder raus sich zu entwickeln, da wieder Selbstwirksamkeit zu erfahren und diese Krisen sozusagen bewältigt zu haben. Da liegen viel, viel Erfahrungswerte, die einfach mich in meiner persönlichen Entwicklung weiterbringen und nicht immer nur dieses schöne, tolle, positive. Ja, und deshalb ist, glaube ich, das Scheitern, man muss jetzt nicht hingehen und gleich die Scheiterpartys feiern, ne? Also das ist vielleicht dann auch zu viel des Guten, aber auch das Scheitern so zu nehmen, wie es ist, eben als Teil. Und ohne Scheitern gibt es, glaube ich, auch nicht Erfolg. Also es ist immer, sind immer diese beiden Pole oder dieser Kreis, der da zu betrachten ist. Und selbstständiges Lernen, ja, wer soll es denn sonst tun, wenn ich nicht selbstständig? Also für mich lernt keiner. Ich glaube es jedenfalls nicht. Ja, anders haben wir alle nicht laufen und sprechen gelernt, indem wir ständig scheitern, wo auch immer diese Idee herkommt. Es gibt in der Philosophie mittlerweile auch eine große Strömung, die sich mit dem Scheitern beschäftigt und mit dem Einüben. Und dass es gerade nicht darum geht, immer das Perfekte, sondern dass es gerade dass der Unterschied zum Perfekten ist, der das ausmacht, was man ist. Der psychiatrische Kollege Manfred Spitzer, finde ich, hat es wunderschön formuliert. Wie lerne ich laufen? Von Fall zu Fall. Richtig, genau. Das ist der Punkt. Oder wie Frau Adler gerade schrieb von Beckett, jeden Tag ein bisschen scheitern. Und Thomas Bolte
da steht noch mehr, das kann ich gerade nicht lesen, schreibt, jeder Coach entwickelt sich in jedem Coaching weiter und wenn er das dann auch dem Kunden weitergeben kann, dann ist er gut. Damit haben wir schon mal das ein bisschen auf die Frage bezogen, von wem sollte man die Finger lassen, offenbar auf jeden Fall von jemandem, der sich nicht selbst mitbedenkt in diesem Prozess des Coachings. Ich gucke noch mal ein bisschen in die Kommentare. Sie haben auch die Möglichkeit, durchaus verbal, akustisch hier teilzunehmen. Einfach das Mikrofon an und reinsprechen oder sich kurz vorher melden. Aber jetzt ist gerade noch keiner da. Also die Möglichkeit gibt es auch. Hier gibt es nochmal die Frage an Jürgo und Klaus, was ein guter Coach eurer Meinung nach mitbringen muss. Gibt es außer dem, was wir bisher genannt haben, noch etwas, was euch spontan einfällt? Ich denke, sicherlich ist so etwas wie Einfühlungsvermögen, würde ich es nennen, wichtig. Zwar kann man, also ich kann mir vorstellen, dass man ein sehr reflektierter Mensch sein kann, aber wenn man doch eher einen autistischen Umgang mit dem anderen pflegt, dass es dann schwierig ist, als Coach tätig zu sein. Und Einfühlungsvermögen scheint mir auch etwas zu sein, was man nur schwer lehren kann, sondern eher als praktisches Wissen im Sinne dessen, was Jürgo vorhin angesprochen hat, würde ich das einordnen. Ich kann das so stehen lassen, weil hier geht es gerade. Es gibt immer noch mehr. Klaus, wie definierst du deine Therapie-Coaching-Grenzen? Nee, das ist jetzt, ich glaube, bin der Falsche. Weil für mich aufgrund der therapeutischen Ausbildung diese Grenze nicht extrem wichtig ist. Ja, weil ich vom Coaching ins Therapien eigentlich gleiten kann. Während das aber für jemanden, der eben die therapeutische Ausbildung nicht gemacht hat, schon eine entscheidende Frage ist. Und da muss man sagen, findet sich in der Literatur ganz, ganz Unterschiedliches. Also bis hin, dass die Angloamerikaner Therapie unter Coaching gefasst haben, dass das ein Teil des Coachings ist. Ich glaube, auch das ist eine Frage des Gefühls. Wenn ich feststelle, da machen sich Dinge bemerkbar, die ich nicht greifen kann. Also zum Beispiel eine Kollegin, die als Heilpraktikerin unterwegs ist und auch eben Coaching anbietet, die hat mir dann eine Patientin geschickt, wo eben der Verdacht der Schizophrenie da ist. Also wo eben klare Auffälligkeiten sind, wobei ich ja wirklich kein Freund von diesen ganzen psychiatrischen Klassifikationen und Diagnosen bin, weil das Krankhafte und das Nicht-Krankhafte, also was ist normal, das wissen wir alle, das ist ein sehr gleitender Prozess und manchmal eher statistisch, also was weicht dann eben von der Norm ab, definiert. Aber wenn sich ein Coach da nicht mehr sicher fühlt, nicht mehr wohl fühlt, dass er da Auffälligkeiten hat, dann wäre es gut, dann auch zu sagen an der Stelle, ich empfehle Sie dann an einen psychologischen Psychotherapeuten, an einen Psychiater oder an einen ärztlichen Kollegen, wie auch immer weiter, der da eben diese Erfahrung auch hat. Das wäre so, ne? Da wir mit dem Weitergeben gerade sind, hier ist eine ähnliche Frage von Rolf. Wenn jemand in der Selbstoptimierungsfalle sitzt, in der falschen Annahme mit Coaching noch ein Stück weiterzukommen, ist es dann nicht ethisch, dieser Person zu sagen, also der Coach sagt es dieser Person, dass sie ihre Grenzen erreicht hat? Jürgo, kennst du solche Fälle? Wie würdest du damit umgehen? Naja, Ich pflege zu drüber nachzudenken mit meinem Gast über diese Dinge. Ich kann auch sagen, was ich davon halte, wie ich das sehe und so. Ich sehe das mit dem Thema der Neutralität auch ein bisschen anders, wobei es wichtig ist, dass es nicht darum geht, überzeugen zu wollen oder sowas, aber die eigene Position auch deutlich zu machen und ins Gespräch zu kommen über diese Sachen. Wenn sowas, also wir haben jetzt, glaube ich, auch noch nicht geklärt, was Selbstoptimierung auch ist.
Das ist ja immer auch das Problem. Es gibt eine positive Konnotation und es gibt eine negative Konnotation. Und in beiden wird teilweise was anderes drunter verstanden. Das kommt eben auch nochmal dazu. Wenn wir von Selbstoptimierungsfalle sprechen, dann steckt dahinter ja auch logischerweise, also gehe ich mal von aus, eine negative Konnotation. Sonst wäre es jetzt auch keine Falle. Ja, was ist das? Was ist das? Ein Stück weiter noch zu kommen oder sowas. Also man kann dann fragen, wozu eigentlich und so weiter. Und das macht es eigentlich auch nochmal die Dimension auf, das, was Klaus auch vorhin gesagt hat, an seinen Beispielen, um was es da im Coaching zum Beispiel geht. Das ist in vielen Fällen einfach erstmal was relativ Konkretes, was jetzt nicht die ist, die Leute kommen mit der Frage, was ist für mich das gute Leben, was ist für mich der Sinn des Lebens und so weiter, in die Praxis, wie immer man den Ort nennt. Das kann aber auch der Fall sein. Aber das ist eben die Frage auch der Art und Weise, wie man die Arbeit betreibt, ob das jetzt Coaching ist oder wie auch immer, die Art und Weise, wie man das betreibt. Geht man auf die Frage ein, bearbeitet man diese Frage und so weiter, oder geht man erstmal in eine ganz andere Richtung und sowas? Also da würde ich auch nichts sagen, was jetzt das Richtige oder Falsche ist und sowas. Also das kann man alles machen oder so. Wo ich glaube, dass man denkerisch zum Beispiel in eine gewisse Falle geraten ist und sowas, dann kann man das tatsächlich auch erstmal angucken, dieses ganze Ding angucken erstmal. Also dieses, und vielleicht auch mal dann feststellen, dass man in der Falle sitzt und so weiter und so fort. Und dann verändert sich in der Regel, so meine Erfahrung zumindest, auch völlig die Fragestellung. Und dann geht es eigentlich auch um was anderes oder so. Ja. Wenn erstmal der Horizont sich ändert auch und so weiter. Wenn man auch sieht, okay, das ist eigentlich vielleicht gar nicht so wichtig oder sowas, ne? Also das kann alles passieren. Das ist eben, Klaus hat das ja auch gesagt, das sind Prozesse, die ablaufen und so. Die sind, man könnte sagen, wenn es gut läuft, Erhellungsprozesse auch, die ein Stück weit auch uns befreien aus Zwangslagen, denkerischen Zwangslagen auch. Und da passiert relativ viel dann sowas. Und trotzdem bleibt am Ende natürlich die Antwort, die jeder, ich habe es ja ganz am Anfang auch gesagt, die jeder existenziell für sich selber treffen muss. Würdest du schon sagen, dass dann Selbstoptimierung im positiven Sinne und Persönlichkeitsentwicklung synonym zu verstehen sind und dass man vielleicht eher von Persönlichkeitsentwicklung sprechen sollte als von Selbstoptimierung, weil Selbstoptimierung sehr schnell negativ konnotiert wird mit dem Ziel, sich eben, wie das Thomas vorhin dargestellt hat, sich im eher maschinellen oder mechanistischen Sinne seine Abläufe effektiver zu gestalten? Naja, ich gucke mir ja dort die Begriffe an, aber ich kann dann auch weggehen davon. Also ich kann ja fragen, um was geht's eigentlich? So. Und manchmal kann es aber auch wichtig sein, dass man die Begriffe anguckt, weil manchmal die Begriffe auch die Probleme, die eigentlichen Probleme sind. Also ich will mal erinnern an deine Einführung, dieses Problem der Philosophen, Descartes, Geist-Seele-Problem oder sowas. Für wen ist denn das ein Problem? Nur für die Philosophen und Philosophinnen. Für keine anderen Menschen sind das tatsächlich dann Probleme. Wow. Will ich jetzt mal ein bisschen überspitzt formulieren. Wenn ich mit Wittgenstein spreche, der eben sagt, das ist ein typisches Ding oder sowas. Das ist ein typisches, es geht ja nicht um diese... Also ich muss aufpassen und sowas. Ne? Ist es immer ein sprachlicher Punkt auch? Wo gucke ich hin und sowas? Und das sind Prozesse, die da ablaufen. So. Aber gut, das Problem besteht auch für die Medizin, das wissen wir heute, dass man nicht mehr nur auf den Körper schaut, sondern auf den Menschen als Ganzes, dass es psychophysische Probleme gibt und umgekehrt, dass sich das irgendwie miteinander zu tun hat. Die neuere Entwicklung in KI hat ganz viel mit dem Leib-Seele-Problem natürlich auch zu tun. Also ich denke schon, dass das eine Frage ist, die nicht nur Philosophen beschäftigt. Ich gucke noch mal kurz auf die Seite. Wer macht die Regeln in der Definition von Selbst und Optimierung schön getrennt? Und wann ist es nicht mehr das Selbst? Ab wann ist es der Zwang von außen? Klaus, bist du kurz? Eine schöne Frage, und doch will ich nochmal als Mediziner auf das Leib-Seele-Problem ganz kurz eingehen. Wenn du dich als Teil der Natur siehst,
wenn du diese Frage für dich so entscheidest, dann löst sich das Problem auf. Dann gibt es keine Trennung zwischen Körper, Geist und Seele in meinem Denken. Und dann siehst du halt das Ganze wirklich ganzheitlich. Und bei mir ist noch keiner gekommen, der mit dem Knie nur gekommen ist oder mit nur dem Kopf. Also die kommen immer mit ihren Ganzen und die Ausdrücke, die sind manchmal eher körperlicher, manchmal, wie Jirko so schön sagt, mehr die Begrifflichkeit spielt eine Rolle, aber manchmal ist es das, ne, ist es der Habitus, wie jemand reinkommt, wie er ausschaut, seine Mimik, also wo das Körperliche spricht und nicht. Also das ist der Unterschied. Also da sind die Menschen, ticken wir sehr unterschiedlich, wo es sich ausdrückt, aber es ist immer der ganze Mensch, der kommt. Ja, Selbst und Optimierung, genau. Also für wen optimiere ich? Das war, glaube ich, bei Frau Kollegin Adler auch nochmal die Frage, für wen optimiere ich mich denn jetzt gerade? Will ich mich für einen Wettkampf als Sportler optimieren? Will ich mich fit machen für meinen Job? Möchte ich den Job, der 60 Stunden von mir beansprucht, besser aushalten? Oder geht es mir um meine Entwicklung als Mensch, die dann auch dazu führen kann, dass ich an den Punkt komme, 60 Stunden arbeiten in dem Job? Will ich das überhaupt? Ist das das gelingende Leben für mich? Das sind ja die Fragen und die stelle ich nicht, sondern die Frage ist, stelle ich mir die selber in der Selbstreflexion? Ich kann da einen Impuls geben und Menschen, also ich habe einen gerade vor Auge, den ich beruflich begleite, da muss ich schon fast gar nichts mehr sagen. Wenn der etwas äußert und mir erzählt, der guckt auf meine Mimik, der guckt, also deshalb ist das mit der Neutralität auch immer ganz schwierig, der sagt, sie gucken schon wieder so skeptisch. Und da muss ich gar nicht sagen. Er denkt dann weiter und er gibt sich die Antworten. Und am Ende reicht das manchmal sogar aus. Bis hin aber eben, dass ich auch manchmal, wenn jemand feststeckt, einfach auch sage, wenn wir das mal so betrachten oder ich eine Geschichte aus meiner Erfahrung erzähle, ein Weiterentwickeln, ein Weiterdenken in Gang kommt. Ja. Mhm. Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage mit das, wo ist der Zwang von außen denn da? Ja? Manchmal übernehme ich halt Ziele anderer, die ich zu meinen eigenen mache. Und dann sind es aber in dem Augenblick meine. Ja? Dann habe ich sie zu meinen eigenen gemacht und stelle dann irgendwann im Prozess vielleicht fest, naja, das war es dann doch nicht. Ja. An dich, Jirko, vielleicht auch kurz diese Frage, wer definiert Selbst und Optimierung? Und ab wann verliert man das Selbst? Also ich bin sehr dankbar für die Frage, weil es für mich tatsächlich, also weniger die Definition von Selbst und Optimierung, also das kann man machen, aber das, was dann danach kommt, das ist eine der Fragen, mit denen ich mich auch zentral auseinandersetze, weil ich das unglaublich spannend finde. Ab wann Zwang von außen? Ich glaube, mit diesem Innen und Außen ist es eh problematisch und wir sollten uns da auch nicht unbedingt so immer festfahren, also das, was wir sehen, okay, das kommt jetzt vom Außen, das kommt vom Chef, und deswegen muss es gemacht werden. Es geht viel, viel interessanter sind die Dinge, die internalisiert wurden, die von außen gekommen sind, also die Dogmen, das, was gesellschaftlich gilt und vielleicht eben auch nicht ganz unproblematisch ist und sowas und dass man sich eben auch angucken kann und so. Und das sind aber nicht die selbstverständlichen Dinge, denn das ist ja eben genau das, was nicht auf dem Schirm ist, weil es selbstverständlich ist. Und da ist natürlich immer auch die Philosophie auf den Plan gerufen. Und ich glaube, dass auch ein gutes Coaching da muss man nicht unbedingt ein Philosophiestudium, aber diesen philosophischen Blick auf diese Sachen, also das Selbstverständliche auch aufdecken auch, diese Fragen. Also was kommt von außen, wo kommt das eigentlich her und so weiter. Und das hat das wieder mit dem Horizont auch der Leute, die auch Coaching machen, zu tun und sowas, dass ich überhaupt dafür ansatzweise überhaupt in Blick habe. Denn wenn man sich anguckt, was macht man in Coaching-Ausbildungen, das ist natürlich, da wird sehr viel Methoden gemacht. Also Coaching ist ja ohnehin sehr methodenlastig. Ich glaube, gute Coaches machen sehr reduziert Methoden, setzen sehr reduziert Methoden ein. Aber das ist eher so eine meine Auffassung. Aber was
was wenig drin ist, ist tatsächlich diese gesellschaftlichen Fragen, die hier drin stecken und so. Also diese Dinge, die subtil laufen, die Orientierung auch an was gilt gesellschaftlich, also um was geht es eigentlich? Also eine spannende Frage, die man mal stellen kann, wäre eigentlich, was ist auch das Selbstverständnis von Coaching als eine potenzielle gesellschaftliche Institution? Also was, also gar nicht auf den Einzelnen bezogen, was bringt Coaching für den Einzelnen, sondern was, welche Aufgabe hat auch Coaching gesellschaftlich gesehen? Das wäre auch mal spannend zu beleuchten und von dort ausgehend genau auf diese Fragen zu gucken, auch was Zwang ist auch. Was kommt von außen rein? Und ich glaube, das ist aber mein eigenes. Das ist immer so dieses Ding, wo ich sehr, sehr vorsichtig bin, im Sinne von, das ist meins, das kommt von mir, das ist so, das ist meins. Wenn man das anguckt, weiß man genau, das ist irgendwann mal in mich hineingekommen, inkorporiert worden und so. Und die Frage ist es das? Ist es das eigentlich und so? Natürlich ist es meins geworden, aber ist es auch gut? Und da sind wir sofort sind wir wieder in der Ethik auch drin und so, ne? Die Betrachtung dieser Dinge. Und dort für einen Blick zu entwickeln, das fände ich durchaus hilfreich. Vielen Dank. Ich hoffe, wir werden einiges davon nachher nochmal mit aufnehmen. Vor allem die Frage, was Coaching gesellschaftlich gesehen bedeutet, würde ich gerne diskutieren. Aber jetzt haben wir viel gehört. Und ein anderer Zugang erlaubt uns, auf das Thema zu blicken, indem wir selber mal schauen, was sind so Methoden, die im Coaching vorkommen. Ein kleines Experiment, eine Intervention von Klaus, die auch im Rahmen von Coachingsprozessen eine Rolle spielt. Klaus, bitte. Ja, danke, Katrin. Ja, ich bin oder ich hoffe, dass ihr euch auf ein kleines Experiment einlasst. Etwas, was ich bei vielen und zwar sowohl im therapeutischen als auch im Coaching-Sinne mache, ist, dass ich einen Ort installiere, einen Rückzugsort sozusagen, dass ich die Gelegenheit gebe, einen Ort aufzufinden und zwar zu jeder Zeit greifbar zu machen für einen Klienten, einen Patienten, eine Patientin, eine Klientin, an dem sich mal zurückziehen kann und da von diesem Ort viele Dinge machen kann. Also sowohl vielleicht mal in dieser wunderschönen Metaebene drauf zu gucken auf das Thema, auf das Problem, auf sich selber, aber auch einfach mal in einer stressigen Situation sozusagen sich zurückziehen zu können. Und wenn es dann in einem Powernapping, so wie man so schön neudeutsch sagt, endet, ist das auch in Ordnung. Und ich würde einfach mal mit euch so 5 Minuten, ein bisschen länger vielleicht, aber so um den Dreh, versuchen, diesen Ort aufzusuchen, jeder für sich. Und ich würde das gerne anleiten und bin gespannt auf eure Rückmeldungen, wie ihr euch darauf einlassen konntet und was es mit euch gemacht hat. Dazu nehmt doch einfach mal eine bequeme Haltung ein. Guckt mal, dass die Füße gut auf dem Boden stehen. Die Arme dürfen in dem Schoß liegen, dürfen auf der Lehne liegen, ganz wie ihr gerade entspannt seid. Oder genau, die Beine ruhig auf die Couch hoch, das ist völlig in Ordnung. Und wenn ihr mögt, schließt einfach die Augen. Ihr dürft aber auch gerne mit offenen Augen folgen und atmet einfach mal so, wie ihr immer atmet und beobachtet das. Beobachtet einfach eure Einatmung und eure Ausatmung. Schaut, ob ihr mit offenem Mund einatmet oder durch die Nase, wie die Einatmung fließt in den Körper hinein, ob sie mehr im Bauch landet oder mehr in der Brust, was dehnt sich aus und wie kommt die Luft auch wieder nach außen. Einfach beobachten. Beobachte eure eigenen Atmung zu werden. Euren eigenen Rhythmus zu finden in der Atmung. Um dann jetzt einmal sehr bewusst tief durch die Nase einzuatmen, Brust und Bauch voll zu machen mit frischer, energiereicher Luft von außen.
und dann auch wieder durch den Mund hinauszuatmen, die verbrauchte Luft und eine Atempause einzulegen. Und während ihr das tut, geht ihr mit eurem Geist auf eine Reise dorthin, wo ihr euch wohlfühlt, wo ihr euch sicher fühlt. Und das könnt ihr tun mit einem fliegenden Teppich, das könnt ihr tun auf den Schwingen eines Adlers oder wie ihr auch immer dorthin kommen mögt. Zu Fuß, ganz wie es euren Empfinden entspricht, macht ihr euch auf den Weg, auf diese Reise und gelangt an einem Ort, an dem ihr euch wohlfühlt, an dem ihr euch sicher fühlt, der für euch Ruhe und Rückzug bedeutet. Das kann für den einen bedeuten, es ist eine einsame Insel. Der andere geht auf einen Berg. Vielleicht bleibt der eine oder andere auch auf dem Rücken des Adlers und schaut auf die Welt von oben. Ganz wie ihr das für euch passig findet, wie es für euch stimmig wird. Dann erreicht ihr diesen Ort und schaut, was sich alles an diesem Ort befindet. Und welche Geräusche vielleicht auch an diesem Ort zu hören sind. Und vielleicht gibt es sogar neben den Bildern, die ihr seht, den Geräuschen, die ihr hört, vielleicht spürt ihr sogar etwas. Spürt es auf der Haut, wie zum Beispiel den Wind oder Salz, das vielleicht sogar auf der Zunge liegt und ihr schmecken könnt. Oder vielleicht auch Gerüche, die ihr wahrnimmt von Blumen, vom Wind getragen. Das, was gerade da ist. Und von diesem Ort, an dem ihr euch wohlfühlt, schaut ihr vielleicht einfach mal auf das, was gerade hinter euch liegt. Was euch bewegt. Was euch heute oder in dieser Woche bewegt hat. Schaut einfach drauf, wenn ihr mögt. Oder wenn ihr einfach nur da sein wollt und entspannen wollt und Rückzug haben wollt. Rückzug aus einer Welt, die vielleicht etwas lauter ist als das, wo ihr gerade seid. Ganz wie ihr mögt. Ganz in eurem Tempo, ganz entspannt, wie ihr diesen Ort gestalten wollt. Vielleicht ermöglicht euch dieser Ort einen ganz anderen Blick, ganz anders hinzuhören, hinzuspüren auf die Dinge, die euch gerade bewegen, eine andere Perspektive einzunehmen. Ganz, wie es für euch passig ist. Heute, jetzt und hier. Und nachdem ihr das getan habt, wird es Zeit, diesen Ort wieder zu verlassen. Und so wie ihr hingekommen seid, oder auch ganz anders, könnt ihr wieder zurückfliegen, gehen, fahren, schwimmen, was auch immer euer Wunsch ist, wie ihr zurückkommen mögt. Und ihr nehmt einen tiefen Atemzug
und atmet aus. Ballt die Fäuste, streckt die Arme einmal aus, wie ihr gerade mögt. Und ganz in eurem Tempo am Ende öffnet ihr wieder die Augen und seid zurück im Hier und Jetzt. Ganz in eurem Tempo. Willkommen zurück im Hier und Jetzt. Danke, Klaus. Es war so schön. Ich muss jetzt Schluss machen, weil ich bin zurück. Sehr gerne. Und ich glaube, wir hatten so abgesprochen, Katrin, wer da eine Rückmeldung hat, kann die sehr gerne in den Chat schreiben. Ich weiß nicht, ob hier noch Platz und Raum ist, vielleicht für eine persönliche Rückmeldung, wie es ihm ergangen ist. Das darfst du jetzt gerne wieder übernehmen. Danke, genau. Wie Klaus gerade gesagt hat, schreibt einfach, wie ich so oft bei YouTube-Videos gehört habe, ich dachte nicht, dass ich diesen Satz jemand selber sagen werde, schreibt einfach einen Kommentar in die Kommentarleiste und wir kommen darauf zurück oder im Nachgang gibt es auch noch die Möglichkeit, mit Klaus vielleicht persönlich das Gespräch zu suchen. Ich würde jetzt allerdings gerne zu einer Person überleiten, von der wir bisher noch nicht besonders viel gehört haben und der uns auch noch mal eine etwas andere Perspektive auf das Thema des heutigen Abends erlaubt. Thomas, du kommst aus dem Theater und da arbeitet man ja auch mit allerlei Übungen. Ist das vergleichbar? Macht ihr ähnliche Übungen wie wir gerade? Und sind Theatercoaches mit Führungs- oder Lebenscoaches vergleichbar? Ich muss mich erst auf laut schalten. Das sind ja mehrere Fragen auf einmal. Also ja, wir machen Übungen im Theater und die sind nicht nur vergleichbar, sondern beinahe identisch. Also diese Übungen, die Klaus gerade mit uns gemacht hatte, die kenne ich tatsächlich aus dem Theater, wende sie auch selber an. Das ist ja eine Kombination aus einer Konzentrationsübung, einer Atemübung, einer Imaginationsübung, wo man sich an einen Ort begibt, wo dann auch die verschiedenen Sinne angesprochen werden. Der Sehsinn, der Hörsinn, der Geschmackssinn, der das Gefühl, der Spürsinn, auch der Geschmackssinn unter Umständen, ist also eine Übung, die mir sehr bekannt ist und die ich jetzt auch zum wiederholten Male in meinem Leben selber mitgemacht habe, aber auch sagen kann, dass ich diese Übung mit meinen Gruppen, die ja im Wesentlichen Amateurgruppen sind, durchführe. Im Theater sind Übungen ein sehr etabliertes Mittel für diejenigen, die so keine Erfahrung mit Theaterarbeit haben, kann ich auch ein paar Einblicke geben. Zum Beginn gibt es an der Probe meistens einen Übungspart. Die Menschen gerade im Amateurbereich kommen aus dem Alltag, hatten Stress im Job, in der Familie oder was am Tag war. Und dann ist es eben auch wichtig, sie auf die Probe vorzubereiten, ins Hier und Jetzt zu kommen und die anderen Dinge von sich zu werfen, sozusagen. Da gibt es eben solche Atemübungen, Imaginationsübungen, aber eben auch Bewusstseinsübungen, Konzentrationsübungen, Wahrnehmungsübungen, hatten wir gerade mit den Sinnen, bis hin auch zu Meditationsübungen. Ja, tatsächlich, Meditationstechniken setzen wir ein. Insbesondere dann natürlich auch beginnend mit dem Atem, Sprech-, teilweise Gesangsübungen, die dann eben meistens auch noch in richtige Aufwärmübungen des Körpers münden. Das kennt man dann eher so vom Sport. Da ist das für alle klar, der Sportler wärmt sich auf, das tun Theatermenschen auch vor einer Probe. Interessanterweise sind das zwei Berufsgruppen, die das wie selbstverständlich tun. Andere Berufsgruppen tun das nicht. Also die meisten Leute gehen gehetzt ins Büro und setzen sich an den Rechner, machen den an und fangen an, ihre E-Mails zu beantworten. Das ist so
für mich dann manchmal ein bisschen befremdlich, auch wenn ich selber lange im Büro gearbeitet habe. Und ich auch nicht jeden Morgen, bevor ich mich im Homeoffice an den Rechner setze, Übungen mache. Aber manchmal, ja. Der zweite Teil der Frage, ob jetzt so Theaterregisseure oder Theatercoaches wie ich mit Führungs- und Lebenscoaches vergleichbar sind, die würde ich gerne in zwei Teilen beantworten. Der erste Teil heißt Nein. Zunächst mal bin ich ja Theaterregisseur. Und wenn man sich mal so Programmhefte anschaut, dann steht da unter Umständen Inszenierung Thomas Bünden. Da spielt dann eher die künstlerische Komponente eine Rolle. Oder es steht da Regie Thomas Bünden. Da spielt dann eher so diese Vorstellung, das ist der, der die Ansagen gibt, der die Befehle gibt, der sagt, wo es lang geht, ja? Der die anderen dirigiert. Ja? Es gibt auch solche Regiestile, die eher so despotisch daherkommen. Ich selber bin da eher partizipativ, kooperativ tätig, gerade mit Ensembles aus dem Amateurbereich, im soziokulturellen Bereich, bin ich dann auch eher so Spielleiter. Ja? Also Theaterregie mag mein Beruf sein, aber die Manifestation ist dann eben in der Spielleitung, in der Gruppenleitung letztendlich. Und da habe ich es einfach neben dem Inszenieren, was ja mein künstlerischer Job ist, eben ganz normal mit Menschen zu tun, die jetzt was machen sollen. So. Und da möchte ich gerne den großen britischen Regisseur Peter Brook zitieren, der weltweit beachtliche Inszenierungen an Profihäusern in großen Städten, aber auch zum Beispiel in Afrika mit einer Amateurtruppe, die nur einen Teppich als Bühne hatten, erarbeitet hat. Und der hat, was gar nicht so oft vorkommt, viele Bücher über Regie und Theater geschrieben. Und in einem sagt er, der Theaterregisseur muss führen, ohne den Weg zu kennen. Und das ist ehrlich gesagt seit 20 Jahren mein Alltag. Natürlich habe ich ein unbestimmtes Ziel, wenn ich ein Stück mit einer Gruppe erarbeite. Aber den Weg dahin, den kenne ich auch nicht. Und trotzdem bin ich Spielleiter, also auch Führer. Und muss die Menschen, das sind ja ganz normale Menschen. Also so, die sind Hausfrauen, die sind Rentner, die sind Angestellte, die sind arbeitslos, die sind Studenten, teilweise Schüler. Mit denen arbeite ich dann. Und da gibt es vielleicht noch so einen Begriff, den man mit Coaching auch assoziiert. Der ist heute schon erwähnt worden, der des Trainers. Natürlich trainiere ich mit denen auch Szenen, Dialoge, Ausdrucksweise, Mimik, Gestik, Körperhaltung. Das trainiere ich natürlich mit denen, aber ehrlich gesagt erst zu einem sehr späten Zeitpunkt im Probenprozess. Es muss ja irgendwas da sein, was wir trainieren können. Also wir sagen, das ist gut. Jetzt wollen wir das einschleifen, jetzt wollen wir das so perfekt machen, damit es auch bei den Aufführungen läuft. Und vor dem Trainieren, da ist eigentlich das Coaching. Und das liegt daran, dass die Menschen da hinkommen und Theater spielen wollen. Die haben alle durchaus eine Extraversion als Persönlichkeitsmerkmal, auch eine Sensibilität. Aber sie müssen jetzt eine Rolle spielen, die anders denkt, die anders ist, die sich anders bewegt, die andere Dinge tut. Und das sind oft Dinge, die Angst auslösen, die Unsicherheit auslösen, weil das so unbekannt ist und sowas von ungewohnt. Und dann hat natürlich auch dann, es kommen auch Versagensängste dazu, schaffe ich das, schaffe ich den Anspruch an mich selber, schaffe ich den Anspruch, den der Regisseur hat, und häufiger Ausspruch, das kann ich nicht. Ja. Und dann ist es mein Job, im Sinne von führen, ohne den Weg zu kennen, und das heißt auch tatsächlich mit einer gewissen Ehrlichkeit mir selber gegenüber, auch meine eigenen Grenzen zu kennen, aber doch zu vermitteln zwischen dem, was wir gemeinsam vorhaben und dem, was die Person mitbringt. Und insofern bin ich dann schon der Coach, der Befähiger, der eben auch in vielen Einzelgesprächen, Einzeltreffen mit den Menschen
beginnend bei deren, bei dem, was sie mit ihrer Persönlichkeit mitbringen, arbeiten. Dann gibt es halt im Theaterprozess, im Probenprozess durchaus dann zusätzlich so Gruppeneffekte. Irgendwann hat einer so einen kleinen Durchbruch bei einer Probe und schafft sozusagen einen Quantensprung und zieht die anderen mit so sehr, dass er dann von 2, 3 Leuten wieder überholt wird und das motiviert ihn wieder. Aber es gibt eben auch die Leute, die ganz am Ende erst so ihren Klick haben. Das heißt auch viel aushalten müssen natürlich. Und es ist eben schon im Chat mal gefragt worden, so ein gesunder Menschenverstand. Ich habe mir das alles nicht an der Akademie oder so erarbeitet. Ich habe es bei Doing gemacht. Ich bin irgendwann ins kalte Wasser geworfen worden und habe es mir dann über den Lauf der Jahre selber erarbeitet. Dann komme ich jetzt zum zweiten Teil der Antwort auf die Frage, ob das vergleichbar ist zu Führungs- und Lebenscoaches. Dann würde ich sagen, ja, aber auf eine ganz andere Weise. Denn bei uns im Theater ist es so, dass wir eben nicht die Aufgabe haben, ich möchte mich weiterentwickeln, du möchtest dich weiterentwickeln, sondern wir haben die Aufgabe, wir wollen ein Theaterstück bringen, wir wollen eine Rolle erarbeiten, wir wollen eine Szene erarbeiten. Und dennoch ist es dann sozusagen ein sekundärer Effekt, dass über die Arbeit mit diesen Menschen tatsächlich so eine Art Transformation geschieht. Weil im Amateurbereich, da reden wir auch von einem Probenprozess von einem Jahr, wo dann am Ende neben Stolz für den Applaus und Erleichterung, es geschafft zu haben, tatsächlich die Menschen sich entwickelt haben. Die Rückmeldung bekomme ich dann auch, dass sie mutiger sind, selbstbewusster, reflektierter, dass sie Perspektivwechsel vornehmen konnten, allein weil die Rolle jemand anders ist, aber auch weil im Ensemble einfach über das Thema gesprochen wurde. Und dieser Effekt, der ist vielen gar nicht bewusst, wenn sie in ein Theaterstück gehen, weil die denken, ja gut, ich möchte unterhalten werden oder soll unterhalten werden als Publikum. Und im besten Fall gehe ich nach den 2 Stunden mit anderen Gedanken raus, als ich reingegangen bin. Aber der größere Effekt passiert eigentlich mit den 10 Leuten, die auf der Bühne gestanden sind. Das kann ich sagen. Ja, das so als kleine Zusammenfassung zu den eigentlich 3 Fragen, die du gestellt hast. Ja. Genau, wenn man die Lebens- und Führungscoaches noch trennt. Vielen Dank. Ich würde gleich mal mit einer Frage einsteigen und euch sie bitten, aber ganz genauso wie zu machen, wenn ihr Fragen habt an Thomas, immer her damit. Ich fand das sehr interessant, weil du gesagt hattest, es geht eigentlich nicht in demselben Sinne um die Weiterentwicklung, Ziele zu erreichen. Jetzt geht es aber doch darum, ja, diese Rolle, also nicht um nicht sich persönlich, aber diese Rolle zu entwickeln. Und jetzt spielen wir alle im Leben, ständig sind wir in irgendwelchen Rollen und müssen die mehr oder weniger gut spielen. Wir bringen uns nicht unser gesamtes Ich ein, wie auf der Bühne. Auf der Bühne bringt man seine gesamte Materialität, könnte man sagen, ein. Im Alltag tue ich das nicht. Mache ich die Mutterrolle oder die Lehrerrolle, bin aber trotzdem immer noch das alles, weiß, dass ich das alles andere noch bin. Diese Rolle perfekt zu spielen, der Theatercoach hat diesen Blick von außen. Der ist nicht auf der Bühne, sondern der steht auf der anderen Seite und hat dadurch wie so ein Gottesblick, könnte ich fast sagen, müssen Coaches auch diese Art, deiner Meinung nach, diese Art von Blick haben, dieses von außen und das Leben quasi, also den Klienten, den sie haben, quasi wie auf der Bühne sehen, dass der in Zusammenhänge eingegliedert ist, die selbst aber draußen stehen, oder sind die nochmal in einem ganz anderen Verhältnis als Regisseure tätig? Ich glaube schon, dass der Blick von außen sehr wichtig ist. Gerade dadurch lebt sozusagen die bei uns so tradierte Theaterarbeit. Das ist übrigens anders als in Frankreich, wo eigentlich viel mehr, also der Regisseur eigentlich gar nicht so eine hohe Stellung hat, sondern wo eher immer im Ensemble gearbeitet wird.
Ich glaube aber, dass es schon sehr, sehr sinnvoll ist, weil wir eigentlich ständig mit der Außenwahrnehmung und der Eigenwahrnehmung, also arbeiten. Ja? Der Schauspielende sagt zum Beispiel, das war scheiße, ja, und der Regisseur sagt, das war göttlich. Ja? Das kann beides wahr sein, und in der Auseinandersetzung mit diesen beiden Geschichten, da entsteht sozusagen dann wirklich auf beiden Seiten ein Bewusstsein, also auch für den Schauspieler das Bewusstsein, dass das vielleicht, er empfand das als scheiße, weil es so ungewohnt war und weil er sich fast schämt, dass er so aus sich rausgegangen ist. Und das war aber von außen betrachtet genau das, was er brauchte. Und das andere, was du auch gesagt hast mit den Rollen, das ist übrigens tatsächlich ein Effekt. Also dadurch, dass wir im Theater quasi künstlich eine fremde Rolle übernehmen, die vom Text hervorgegeben ist, machen wir uns tatsächlich unsere Rollen, die wir im Leben haben, auch bewusster. Wobei es weder im Theater noch im Leben darum gehen sollte, die Rollen zu spielen. Ja, ich bin jetzt hier als Theaterregisseur, ich spiele diese Rolle aber nicht, sondern ich bin das. Ja? Und dann bin ich natürlich auch Freund und was weiß ich, Nachbar und Eventveranstalter unter Umständen. Das heißt, es wechselt ständig. Und genauso geht es auch mit den Rollen auf der Bühne. Es geht nicht darum, die zu mimen. Ja? Es geht auch nicht darum, mit denen eins zu werden. Das wäre, dann würde man völlig distanzlos zur eigenen Rolle. Und man würde sich sozusagen auf der Bühne verlieren. Und das würde das Publikum übrigens zumindest unbewusst spüren. Und das Einzige, wo ich dir widersprechen will, wenn so eine Gottessicht, also da halte ich es lieber mit einem Regiekollegen, der gesagt hat, ich als Regisseur bin der erste Zuschauer. Ja? Also ich bin sozusagen das Korrektiv, bevor es der Masse gezeigt wird. Ich will kurz noch eine Sache mit dem Schauspieler. Ich meine, Erwin Goffman sagt, wir alle spielen Theater, weil er einen bestimmten Moment betonen will in unserem Alltagsleben, den wir nicht vergessen dürfen. Und wir haben das vorhin schon ein paar Mal angesprochen gehabt, nämlich nicht unbedingt, ich will den Begriff des Bewusstseins nicht überladen, aber schon in gewisser Weise unbewusst, also in Vergessenheit übernehmen wir ein Habitus, übernehmen wir Gewohnheiten und inkorporieren die und performieren, also stellen die immer wieder auf der Bühne dar. Und insofern meinte Goffman zum Beispiel, dass wir alle Theater spielen, weil wir uns zum Beispiel auch bestimmter körperlicher Inszenierungsformen völlig unbewusst bedienen, die einfach kulturell geprägt sind. Und hier, für dieses Bewusstsein hattest du, glaube ich, gesagt, kann auch die Bühnenerfahrung gut sein, dieses Bewusstsein zu wecken. Ne? Man kann daraus einiges ziehen, ohne dass man jetzt unbedingt an einem Theaterprojekt teilnehmen muss. Mhm. Habe ich auch ein bisschen ausführlicher mal erzählt. Es ist klar, irgendwo sind wir alle Schauspieler und spielen Theater. Wenn wir morgens aufstehen, tun wir das erstmal nicht, wenn wir allein sind. Aber in dem Moment, wo wir uns ankleiden und uns frisieren und rausgehen, ist schon was geschehen. Ja? Und das ist ja auch eine Art von Kostüm. Ja? Das ist die zweite Haut, die wir anlegen. Und die meisten Menschen machen das relativ bewusst. Ja? Insofern stimme ich ihm zu. Ohne dass ich aber sage, dass das negativ besetzt ist. Ja? Das ist einfach... Wenn man, also im Theater ist es so, dieser Prozess zum Beispiel, man geht in die Maske und lässt sich schminken und hat sich vorher kostümiert und man wird ein anderer, tatsächlich, man wird ein anderer Mensch. Ich habe mal als Schauspieler selber Dr. Brodsky in Clockwork Orange gespielt und ich sah wirklich aus wie so ein Adolf-Hitler-Verschnitt ohne Bart. Das hat mich selber erschrocken, was da innerhalb von einer halben Stunde geschehen ist, und ich habe mich sofort anders bewegt. Ja, das können wir auch merken, wenn wir
in der Jogginghose rausgehen, dann ist das, bewegen wir uns auch anders, als wenn wir mit High Heels rausgehen. Ja? Und wenn wir uns Fingernägel lackieren, dann bewegen wir unsere Hände anders. Selbst das habe ich als Schauspieler mal erlebt. Ja. Also es ist jetzt so ein bisschen theaterlastig und weniger Richtung Coaching. Aber Theater kann sehr viel bewusst machen, was mit uns als Persönlichkeit auch zusammenhängt. Aber genau, und ein Punkt war dran, auf den wollte ich noch zurückkommen, weil den hatte Klaus nämlich ganz am Anfang angesprochen gehabt. Und du hattest jetzt so eine bisschen andere Sichtweise darauf formuliert. Und zwar hattest du gesagt, ist eigentlich das Interessante, was passiert. Der Transformationsprozess passiert eigentlich im Zwischen, Außen und Innen. Außenansicht und Innenansicht. Und Klaus, jetzt würde ich kurz euch ein bisschen mit reinholen wollen in das Gespräch. Klaus, du hattest ganz am Anfang eingeleitet, dass es manchmal wichtiger ist, diese Außenperspektive zu verlassen, um eher so eine Art Tunnelfokussierung, ich würde es verstehen als Innenperspektive, als subjektive Perspektive, eher die einzunehmen. Ist es dieses Spiel mit Innen und Außen? Oder ist es eher das Fokussieren, was dann im Coaching in deinem Coaching eine Rolle spielt? Das Fokussieren der eigenen Perspektive, ohne das Außen? Nee, das, ich glaube, da sind wir überhaupt nicht unterschiedlich unterwegs, sondern es ist genau das Spiel. Mhm. Und das, was Thomas dann so schön sagt, dieses Außen zu sein, der erste Zuschauer, das finde ich total schön. Also das konstruktiv zu sein, weil das ist ja auch das, was ich bin. Ich bin der Erste, der das aufnimmt. Und der Erste, der es spiegelt, ja, der es in irgendeiner Form zurückgibt. Und der Transformationsprozess passiert ja dabei. Das ist ja, und deshalb sind wir da, glaube ich, gar nicht so weit auseinander. Und ich finde gerade auch das Theater da wunderbar begleitend, weil es eben diese Möglichkeiten macht, spielerisch damit umzugehen und manchmal auch aus diesem verstockten Ernst rauszukommen, die ja ein Problem bei einem Menschen einfach auslösen kann. Der steckt da einfach fest und dann das Spielerische wieder da reinzubringen, dass das Spielen und Spielen nicht im Sinn, und da bin ich nochmal Thomas sehr dankbar, also nicht eine Rolle zu mimen, sondern diese Rolle dann anzunehmen, dass das eine von meinen Rollen ist. Ne? Wir sprechen dann ja auch vom inneren Team sozusagen, da habe ich ja ganz viele Rollen in mir, da ist der Kritiker in mir, der mir sagt, Mensch, ist das wirklich gut, was du da magst? Und also da bin ich, glaube ich, sehr bei Thomas in der Sichtweise, wie er das sieht. Ne? Und manchmal ist es eben aber auch schwierig, in diese beiden spielerischen Ebenen zu kommen. Ja? Andreas hat es gerade schon auch im Chat geschrieben, dass das ja auch eben die Bühne auch im Coaching genutzt wird. Es gibt ja eben dann auch dort die Rollenspiele. Ja? Selbst Klaus und ich haben schon mal bei einer Veranstaltung, um was zu Führung zu erzählen, ein Rollenspiel gemacht, ja, in zwei Varianten. Ne? Und das hat schon einiges auch bewirkt im Vergleich zu einem trockenen Vortrag. Das glaube ich. Joko, kennst du das auch? Arbeitest du auch mit diesem, mit, ja, Doppelsichtigkeit, würde ich fast nennen? Ist es wichtig, dass man, ist es für manche, also gibt, ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die sowohl das eine, also dass es Menschen gibt, die das eine Problem haben und Menschen, die das andere Problem haben und genau daraus das Problem resultiert, also die entweder in ihrem Tunnel gefangen sind oder die sich die ganze Zeit nur von außen sehen und dadurch total unsicher sind. Oder? Ja, also definitiv. Ich nenne das ja mal bei mir so, dass dieses Oszillieren zwischen beiden, auch das Oszillieren zwischen dem Existenziellen und dem Allgemeinen und auch immer wieder hin und her und sowas. Also dieses, das finde ich schon wichtig, eben nicht immer nur bei sich in seinem eigenen Saft auch zu bleiben und zu schmoren und so. Auch da kenne ich Praktiken, die genau das machen auch, wo dieses andere Element völlig fehlt. Und das andere ist dann aber auch immer dann ein reines, könnte man fast sagen, ein reines Intellektuelles, wenn man immer nur im Außen auch ist und sowas. Und man muss es auch immer dann wieder zurückbringen und so. Und dann kann man definitiv spielen und sowas. Also die Perspektiven immer wieder auch verändern. Das bewegt etwas. Ne? Ja. Da wäre wir vielleicht, oder vielleicht können wir ja da anknüpfen. Jetzt kommt eine. Ich nicht.
betrachten, nicht bewerten, die Arbeit an sich selbst. Ist das genau dieses? Ja, also ich würde mich gleich mal, ich meine, das ist ja so ein, dieses Nicht-Bewerten, da habe ich ja mit Klaus schon lange Diskussionen auch hinter mir. Ich bin da ja immer ein bisschen kritisch. Also es ist immer die Frage, was man mit Nicht-Bewerten auch betrachtet. Also ich bin da, ich kann dieser Aussage, das, was gemeint ist, kann, also das, was meistens gemeint ist, kann ich zustimmen, nämlich nicht abwerten oder so, aber insgesamt kann ich es auch nicht so stehen lassen, weil ich muss Dinge bewerten. Ich brauche Maßstäbe, ich brauche Bezugsgrößen und sowas. Das haben wir ja auch, ich meine, das hätte man auch, wenn man über Selbstoptimierung spricht und sowas, ist ja immer die Frage, was sind eigentlich die Bezugsgrößen, die normativen Bezugsgrößen der Selbstoptimierung? Dann wird es interessant und dann kann man das auch bewerten im Sinne von, ist das jetzt was zu Kritisierendes oder ist es eher was Positives und so weiter. Wenn wir das nicht tun oder sowas, dann ist das ein Problem. Und genau diese Dinge muss ich eben auch in einem Coaching und auch in der Selbstbetrachtung immer machen. Ich bin dabei, wenn man sagt, nicht abwerten oder sowas. Also weder mich selbst, geschweige denn noch andere abzuwerten. Aber bewerten oder werten muss ich immer auf eine gewisse Art und Weise. Okay. Ich denke ganz kurz drüber nach, ob ich, wenn ich eine rein ästhetische Erfahrung habe, bewerte ich wahrscheinlich erstmal nicht, aber das sind vielleicht andere Fragen. Ich hätte jetzt. Ästhetik würde ich auch nochmal gesondert betrachten oder sowas. Aber vielleicht kommen wir nochmal kurz zurück zu den Maßstäben, wo wir die hernehmen und der Normativität und deiner Frage, die du mich vorhin formuliert hast, dass wir Coaching mehr bedenken müssen im gesamtgesellschaftlichen Kontext, welche Rolle es spielt oder welche Position Coaching für die Gesamtgesellschaft einnimmt. Und ein bisschen kritischer könnte man fragen, wenn wir jetzt, wie ich am Eingangs gesagt habe, Coaching gerade in westlichen Industrienationen einen breiten Markt findet, das heißt gerade in Nationen, wo das Individuum sehr hoch gehalten wird, Coaching scheint auch viel aufs Individuum zu gehen. Ihr könnt mir gerne widersprechen. Beim Theater, hatten wir von Thomas gehört, scheint es anders zu sein. Da geht es viel auch um das Miteinander. Die Frage ist, das hatten wir vorhin schon angesprochen, ein gutes Leben kann ich nicht alleine führen, sondern wir sind auf Gesellschaft angelegte Individuen, Aristoteles sagt zum Politikon dazu. Welche Rolle spielt die Gesellschaft für die Frage nach dem guten Leben, für die Frage nach diesen normativen Maßstäben? Oder provokanter könnte man vielleicht auch fragen, sollten wir nicht lieber statt einzelner Individuen die Gesellschaft coachen? Jörgo. Naja, ich würde ja philosophisch sagen, Gesellschaft ist keine Person und coachen kann ich nur Personen. Aber das wäre jetzt wieder Klugscheißerei. Auch darüber können wir uns streiten, aber das machen wir ein anderes Mal. Ja, aber ich meine, das ist immer diese Frage, wo setzen wir auch an? Ne? Also wo setzen wir an? Es ist spannend. Also welche Rolle hat man und mit wem arbeitet man und an was arbeitet man und so. Und das muss man ein bisschen klar haben. Wenn man mit Personen arbeitet, kann man eben nur mit den Personen arbeiten und man kann an den Praktiken auch arbeiten und auf Probleme hinweisen. Also ich bin da ein bisschen vorsichtig. Ich würde es auch mal nicht auf das Coaching. Wenn ein gutes Gespräch in diesem Sinne kann auch in einem Coaching in dem Sinne protopolitisch sein oder so. Also ich würde noch nicht gleich sagen politisch, aber protopolitisch, weil es Augen öffnen kann, Bewusstsein schaffen kann für Dinge, die sagen, es ist nicht dein Problem oder es ist nicht nur deine Sache oder sowas. Es ist eine Sache des Hören der Organisation oder der Gesellschaft oder wie auch immer oder so. Das ist noch nicht, dass man es da löst, das ist keine Frage, aber es ist ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Also das ist auch immer ein bisschen meine Kritik, also es ist auch sehr, sehr eng und sehr einseitig, aber es ist auch immer ein bisschen eine Kritik an einer reinen psychologischen Betrachtungsweise und sowas, weil die genau diese Dinge wenig auf dem Schirm hat oder so, diese Aspekte. Das nicht allgemein bewerten und so, aber das scheint mir auf jeden Fall wichtig zu sein, dieser Aspekt, diesen Blick dafür zu haben. Aber es ist auch klar, dass man eben auch dort Gesellschaft nicht ändert, indem man Einzelgespräche führt. Auch das ist auch klar oder sowas.
Das ist klar. Vielleicht noch ein bisschen mehr in die Richtung, aber vielleicht kann Thomas noch mit aus dem Theater die Erfahrung bringen, Zusammenhang, also von Individuum und Gesellschaft. Es bringt nichts, das hattet ihr alle schon mehrfach betont, das Individuum allein zu coachen, das ist immer schon auch in Gesellschaften eingeordnet, verwoben, den Drängungen ausgesetzt. Für ein gelungenes Stück auf der Bühne ist es ganz wichtig, dass die Einzelnen irgendwie zusammen was herstellen, zusammen miteinander, zusammen, da entsteht erst das Stück auf der Bühne. Wenn jeder für sich alleine spielt, macht es dem Zuschauer vermutlich keinen Spaß. Lernen wir hieran was, können wir hieran was lernen an dem Zusammenhang von die Feinfühligkeit vielleicht oder das, wo man drauf gucken müsste oder muss oder tun Coaches schon fürs Coaching, für diesen Zusammenhang zwischen Individuum und Gesellschaft? Mir war das doch gar nicht so klar, aber das ist mir gerade klar geworden, was wir da im Theater eigentlich machen. Also natürlich sind wir im Theater, das war mir auch vorher schon klar, immer im gesellschaftlichen Kontext, weil wir ja öffentliche Aufführungen machen. Klar kann man auch Theaterstücke machen, die einfach nur geprobt werden und nie aufgeführt werden. Das führt aber meistens nicht zum Ziel. Also das Ziel ist ja, es in der Öffentlichkeit aufzuführen. Das heißt, das, was wir da präsentieren, ist ja auf jeden Fall ein Impuls in die Gesellschaft. Jetzt reden wir im Amateurbereich davon, dass wir vielleicht bei 6 Aufführungen 1.000 Leute da hatten. Ja? Im Profibereich sind es natürlich auch mehr, ja? Die da erreicht werden mit gewissen Aussagen, die der Autor des Stückes vorgesehen hat oder der Regisseur oder das Ensemble auch gemeinschaftlich erarbeitet hat. Und mir wird gerade klar, dass das sozusagen im Theater fast eine Blaupause ist für das, was Coaching mit Gesellschaft zu tun hat. Denn wenn wir anfangen, dann fangen wir ohne Publikum an. Die sind noch nicht da. Wir haben das Ziel, etwas der Gesellschaft zu sagen. Also vor 3 Jahren habe ich Der gute Mensch von Sezuan von Bert Brecht inszeniert. Da ist klar, dass wir wollen, dass die Gesellschaft sich mit der Frage nach dem Guten auseinandersetzt. In Abwägung zum Schlechten, ja, auch die verschiedenen Dimensionen, die Maßstäbe, die man anlegt, um etwas gut zu bewerten oder schlecht zu bewerten, dass das Publikum sich damit auseinandersetzt. Diese Auseinandersetzung haben wir ja vorweggenommen in der Ensemblearbeit und also auch viele Diskussionen innerhalb des Ensembles und letztlich dann, das ist dann der kleinste Teil, bei dem einzelnen Schauspieler, bei der einzelnen Schauspielerin, die ihren Teil sozusagen beitragen muss, ja, und dazu irgendwie befähigt wird oder sich selbst befähigt oder von der Gruppe befähigt wird, das auch zu können, ja. Also die Chanté, die zu Shuita wird, die hat schon einen großen Job, ja, das Gute darzustellen, das Schlechte darzustellen und das eben aber auch nicht auf so eine klischeehafte Weise, sondern so, dass es die Menschen auch berührt und erreicht. Und du hast es eben schon gesagt, das funktioniert nicht, wenn jeder für sich spielt. Da gibt es im Theater den schönen Spruch, let your partner shine. Also mein Job ist es, dass mein Dialogpartner wirkt. Also mein Job als Schauspieler. In der Rolle muss ich natürlich schon für mich kämpfen, logischerweise. Aber das ist so ein Prinzip, dass wir immer mit den anderen arbeiten und nicht den anderen an die Wand spielen, sondern den anderen glänzen lassen. Ja? Und das ist tatsächlich so eine Blaupause. Jetzt gehen wir normalerweise nicht in Theaterproben, aber das könnte so eine Brücke sein von Coaching zu Gesellschaft, ja. Da können wir gerne vielleicht im Anschluss noch weiter diskutieren. Wir sind jetzt schon ziemlich zeitlich weit fortgeschritten und einige haben sich auch schon verabschiedet. Das Bett ruft. Ich bedanke mich vielmals bei allen, die teilgenommen haben, mitdiskutiert haben, bei unseren Gästen Klaus, Jürgo, Thomas. Vielen Dank. Der digitale Raum wird für die Diskussion noch ein bisschen offen sein. Ich möchte kurz noch einen Hinweis geben auf die nächste Veranstaltung. Am 3.3.2021 schließt ganz gut an. Der Sinn des Lebens
mit Rainer Totzke, Kurt Mondaugen und Dirk Hessel. Zudem möchte ich gerne noch einen Spendenaufruf machen. Normalerweise würden wir diese Veranstaltung an einem tatsächlichen Ort abhalten und lassen dann immer so einen kleinen Hut rumgehen, wo jeder, was er hat, reinwirft. Und Thomas, der zeigt jetzt unseren digitalen Hut. Hier ist unser Spendenkonto. Also wenn ihr noch einen Euro oder so auf eurem Konto nicht wisst, wo der hin soll, transformiert den einfach auf unseres. Wir müssen diese Veranstaltung nämlich zum ganz kleinen Teil auch selber finanzieren und das wäre ganz hilfreich. Ich muss mich leider langsam verabschieden, weil wir nach wie vor Ausgangssperre in Leipzig haben und ich noch nicht zu Hause bin, sondern im Büro sitze. Alle anderen haben aber noch die Möglichkeit, mit Klaus, mit Jörgo, mit Thomas weiter zu diskutieren, weiter zu fragen, was hat die Aufgabe des Coaches gesamtgesellschaftlich gesehen, inwiefern müssten wir alle lieber etwas mehr Theater spielen. Ich bedanke mich bei allen und wünsche noch einen wunderschönen Abend. Danke dir, Katrin. Danke schön, Katrin. Ich werde die Kontoverbindung auch nochmal rumschicken. Das kann ich schon mal vorankündigen. Dann kann ich es nämlich jetzt wieder ausmachen. Diejenigen, die uns im Livestream sehen, können sich einen Screenshot machen. Ja, genau. Es tut mir leid. Ich muss jetzt wirklich leider los. Ich wünsche euch noch eine schöne Diskussion. Genau. Kommt gut rechtzeitig an. Lass dich nicht erwischen. Genau. Ja, Thomas, wäre es jetzt die Möglichkeit, jetzt den Livestream zu stoppen, jetzt wo es so informell wird und sich dann damit, dann trauen sich doch noch ein paar mehr Leute vielleicht und auch direkt.